Universität. Yo, welcome on the Nail. Wir befinden uns gerade an einem sehr altbekannten Ort. Starbucks. Und heute dabei mein kleiner Brother Daniel. Wir haben uns gerade schön Kaffee bestellt und er hat uns eingeladen. Hey, was soll das denn? Er hat uns einfach eingeladen. Wir sind hier gerade in Dunshray, genau neben dem gleichnamigen Fluss Dunshray. Den Fluss werden wir gleich noch sehen, denn wir werden ihn überqueren heute mit dem Boot. Wir müssen nämlich zu unserem neuen Hotel kommen. Dankeschön. Bla bla bla, blieb, blub, blub, viel Gelaber. Wir gehen jetzt erstmal hier raus und laufen mal am Fluss entlang. Das wird bestimmt schön. Alter, ist das hier eng heute? Oh, stopp! Hallo! Dunshray ist ein guter Ort, um shoppen zu gehen, um hier irgendwelche an kleinen Restaurants oder sowas auch auf der Straße in so kleinen Läden Sachen zu kaufen. Oh, hier, guck mal, Squid! Richtig cool. Leute, wenn ihr nach Taiwan kommt, ihr müsst euch das antun. Das ist so lecker. Daniel wird uns jetzt mal zum Hafen führen, denn wir werden die Fähre nehmen bis an einen relativ nördlichen Punkt. Irgendwo da wird das Hotel sein. Ich bin echt gespannt. Komplett durcheinander, unendlich viele Menschen. Gut, dass wir Danny dabei haben. Wir gehen jetzt hier, ach, wir gehen durch McDonald's durch. Das ist frech. Alter, cooler Ausblick. Man sieht, wir sind am Fluss angekommen. Hier sind in den Restaurants immer so Aquarien und sowas ausgestellt, wo die Leute dann quasi direkt das auswählen können, was sie dann essen wollen. Schaut mal. Soll natürlich zeigen, dass es super frisch ist, was es auch ist. Ja, ich habe es früher auch einfach so gemacht. Heute denkt man ein bisschen drüber nach. Oh, der Opa. So, wir sind am Fährhafen angekommen. Wir haben uns hier diese Tickets besorgt. Genau. Und hier werden wir jetzt mit solch einem Boot bis zur Destination fahren. Oh, hier muss man aufpassen, dass unsere Birne nicht anstößt. Ich hätte meine Tasche jetzt hier unten in die Ecke reingeschmissen. Aber Daniel sagt, hier kommt das Wasser rüber geschossen gleich, wenn wir fahren. Ich will nicht wissen, wie schnell wir jetzt fahren. Wow, Alter, schwanke. Wow, boah. Was geht? Yo, alles klar. Ich bin hier weg. Wir wurden gerade losgebunden und jetzt dreht das Boot. Der kann zielen, der Junge! Ich weiß es auch nicht, aber wir sind scheinbar angekommen an dem Hotel, wo wir heute übernächtigen. Übernächtigen! Das ist ein Gefängnis. Aber ein schönes Gefängnis. Das sieht aus wie Disneyland. Ist ja nicht so. Ey, guck mal, da ist so ein Freefall Tower an der Seite. Hä? Ist echt so. Boah, hier, guck mal, Springboard, es ist Disneyland. Oder ein Gefängnis. Auf jeden Fall haben wir wunderschönen Ausblick auf einen Gebirgszug hier hinten. Davor ist der Dunshray-Fluss. Apropos Fluss, ich muss mal pissen. Ey. Sind ja da. Bulli. Boah, ich piss mir gleich in. What the? Ja, wahrscheinlich. Dude, just now, Vader. Ey. Ist auf jeden Fall das Wichtigste heute, was ich hier meine Socken habe. Macht's nicht so spannend! Was? Yo! Alter, wie cool ist das denn? Ja, wir können hier 3 Wochen Mahjong spielen auf diesem Tableau. Boah, was? Wie cool ist das denn? Man kann hier reingucken. Oh, so, endlich angekommen. Jetzt erstmal ein bisschen chillen. Aber bevor wir weitermachen, wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, was ich gestern auf dem Shilling Yishi, dem Night Market, was Julia auch in Form eines Videos aufgenommen hat, gekauft habe. Und zwar neue Schuhe
richtig geile japanische Boots mit Schnallen, mit Schnörkel, hier, da, verschiedene Materialien mit Falten. Richtig cool, das ist so eine Hose, die oben so ein bisschen außen, eine Hose, das ist ein Schuh, der oben so ein bisschen auseinander gehen kann. Hier, guck mal, selbst mit Reißverschluss. So, und dann kannst du die Hose da reinstecken und dann sieht man aus wie ein bad motherfucker. Kann ich nicht sagen. Die Schurze, so ein Huai Huai. Nicht Schurter? Dann passend zu den schwarzen Schuhen habe ich hier noch eine schwarze, leicht flexible, stretchy, ja, Hose geholt und noch so einen geilen Pullover mit so einer Kapuze und so. Ich habe relativ wenig Geld dafür ausgegeben, denn auf dem Shilin-Yi-Shi ist alles relativ günstig. Ich hoffe nicht alles fake, aber check dir die. Alter, was hast du denn hier für einen Balkon gebaut? Habe ich gerade eben gebaut durch das ganze Geld, was hier in diesem Regal ist. Boah, wow. Genießen wir mal die Aussicht. So, Alter, nice! Farbe? Hallo? 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 Mann, Farbtemperatur passt da nicht an. Hallo! Und schaut euch den Himmel an. Es sieht aus, als würden die Wolken anfangen zu brennen. Show! Wer zu viel Geld für Hotels ausgibt, muss leider einsparen an seiner Schnittstelle. Digga, was schneidest du denn hier? Ich wollte gar nicht da schneiden, aber es gibt keine Steckdosen da. Gibt's echt keine Steckdosen? Doch, die, aber die habe ich jetzt gekriegt. Nur die eine? Ja. Ja, und? Tschüss.